Spieler, glaube ich, war es heute eine ganz schwierige Situation der Akteure, die auf dem Platz standen. Ihn etwas ganz besonders Schwieriges zurzeit. Seine Freundin ist wohl bei ihm, seine Familie wohl in Sicherheit. Aber diese Situation muss man auch erstmal verarbeiten mit gerade mal 20 Jahren. Er mit seiner Startelf-Premiere für Hansa Rostock, die in der vierten Minute nach Einwurf Malone über Verhoek zu einem Kopfball kamen. Immer wieder die langen Einwürfe Malone, manchmal auch diese kurze Variante, so wie hier, wo er danach den Ball reinflankt. Aber nur selten Rostock tatsächlich in der Lage, daraus auch gefährlich zu werden. Auch die Nürnberger von Beginn an gut in der Partie, in der neunten Sörensen. Per Kopf, der einen neuen Innenverteidiger-Partner bekam mit Christopher Schindler, der nach muskulären Problemen und zwei Spielen Pause wieder zurück war. Es war ein hart umkämpftes Spiel, das sich da darbot im Ostseestadion. Und Rostock hatte einige richtig gute, richtig vielversprechende Möglichkeiten. Hier zum Beispiel mit Timo Becker aus kurzer Distanz, aber sein Schuss doch über den Kasten. Halbe Stunde dann absolviert. Nürnberg hatte sich mittlerweile als etwas beständigere Mannschaft etabliert, kam häufiger ins letzte Drittel. Das ist Thailand Duman, der kommt zu Fall gegen Nils Fröhling. Und Schiedsrichter Christian Dingert in seinem 130. Zweitligaspiel zeigt er auf den Punkt und das Ganze zu Recht. Das Bein von Fröhling kommt raus. Duman nimmt das natürlich an. Aber der Elfmeter ist berechtigt. Der gefaulte und selbst antreten. Duman scheitert an Kolke, aber im Nachschuss ist Pascal Köpke da. Per Kopf buxiert er den Ball über die Linie. Zweites Saisontor für den Nürnberger Stürmer, der einen Tick zu früh reingestartet war. Aber das war nicht das Thema nach diesem Elfmeter. Mit 0:1 ging es in die Kabine. Das fünfte Heimspiel in Folge ohne ein Tor vor der Pause für Jens Hertel und Hansa Rostock. Rein in die zweite Hälfte mit Duman, mit Köpke und Duman mit dem 2:0. Zweites Saisontor auch für ihn, der uns die Extranote Fußball bringt, wie Robert Klaus es formuliert, der freche Lösungen hat. Und manchmal ist es einfach auch nur ganz viel Glück, denn da steht ihm Pascal Köpke im Weg, ist fast schon unfreiwilliger Vorlagengeber. Aber für die einen läuft eben ganz viel und für die anderen dafür praktisch gar nichts. Rostock nämlich, die konnten anlaufen, die konnten tun, was sie wollten. 77. nach dem langen Ball auf Breyer verzieht der dann einigermaßen deutlich. Und so ging es immer weiter, schon in der Nachspielzeit. Risotto mit der Ecke und aufgepasst, Meissner mit der Chance. Handwerker auf der Linie, kann er klären. Und dann fliegt Hansa diese Gelegenheit praktisch um die Ohren. Mit Dovedan, mit Tempelmann, schnellster Spieler des Spiels. Aber der scheitert in dem Fall an Markus Kolke. Und somit blieb es beim Endergebnis von 2:0 für den ersten FC Nürnberg. Rostock hätte noch ewig spielen können, ohne zu treffen. Und die Nürnberger hatten einfach zwei gute Abschlüsse. Und die nutzen sie dann, um dieses Spiel für sich zu entscheiden. Für Nürnberg erst zum zweiten Mal. Zwei Siege in Folge in dieser Saison.